Oh mein Gott. Was geht, Leute? Mein Name ist der Nächste. Willkommen zurück zu einem Video, das ich mir Frambo. Und wir haben im letzten Part dieses kleine goldene Kästchen aufgemacht oder diese kleine goldene Box, eher gesagt, wo ein Schlüssel drin war. Und ich habe im letzten Part die ganze Zeit danach gesucht, wo könnte ich den Schlüssel einbringen. Ich meine, die Tür ist weg. Keine Ahnung, wo sie hin ist, aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe so gar keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja eigentlich zu Hause, aber seit wann gehen zu Hause die Türen einfach so weg? Das macht keinen Sinn. Okay, Leute, deswegen, was in den Kommentaren stand und was komplett logisch ist, wir müssen das und das eigentlich kombinieren, also quasi untersuchen. Und hier ist ein Schlüssel. Und wir haben ja den Schlüssel. Normalerweise würde ich, warte, benutzen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es benutzen soll. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie benutze ich das mit der Puppe aus meinem Inventar? Das verstehe ich gerade nicht so wirklich, weil normalerweise müsste man das und das kombinieren. Es müsste doch gehen, oder nicht? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht, ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir die Puppe erstmal irgendwo hinlegen oder so. Weil hier seht ihr, in der Puppe ist eine Art Schlüsselloch. Und irgendwie müssen wir quasi... Aha, vielleicht so? Ah, okay, so funktioniert das. Ich kam mit der ganzen Mechanik nicht so wirklich klar, aber... Okay, es funktioniert. Die Katze fliegt nach oben in die Luft. Keine Ahnung, wieso. Lass mich raten, sie erstellt eine Tür. Oh mein... What the frick ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber, was haben wir überhaupt für Items? Alles klar, wir haben Schulranzen. Das ist mein alter Schulranzen. Sehr komischer Schulranzen, aber ich meine, wieso nicht? Dann haben wir diese Teile, die können wir mit Wasser befüllen. Und wir haben noch immer noch das Messer, den Stift. Aber lass uns mal reingehen und gucken, was sich dahinter befindet. What? Da ist ein Auge. Und da sind Türen. 101, 102, 103, 104, 105. Wir kommen von 101. What? Ich habe Gänsehaut. Ich habe so Todesgänsehaut, Leute. Da ist einfach mal ein riesiges Auge. Hallo, lebt hier jemand? Das ist doch ein Schlüssel. Tür 103i, ganz blutig. Was ist das da? Hallo, Tür 104 aufmachen. Bitte, kann es sein, dass es die Türen zu den verschiedenen Dimensionen sind? Könnte das sein? Tür 5 natürlich abgeschlossen. Lass uns mal den Schlüssel nehmen. Ein Schlüssel. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal überall checken, wo er überhaupt reinpasst, Leute. Bitte bei 102. Nein, er passt leider nicht. Irgendwo wird er passen müssen, denke ich. Nein. Wie wäre es, wenn wir das Messer an seinem Auge nutzen? Die Tür kann ich aufschließen. Komm schon, irgendwo muss es gehen, Leute. Oh, und natürlich die letzte Tür, die ich gecheckt habe. Oh mein Gott. Oh, da ist noch was. Ich glaube, das ist nicht angemessen. Entschuldigung, aber ich brauche diesen Schlüssel. Ich möchte viele Türen öffnen. Sag deinem Freund, er soll nett sein und seinen Mund öffnen. Das wird er nicht tun, tut er nie. Außerdem sind seine Zähne verstärkt. Es wird schwer, den Schlüssel zu nehmen, ohne dass er es merkt. Verstärkte Zähne, verstehe. Mal gucken, wie ich an den Schlüssel komme. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Nun, ich bin Fran. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Ich bin Roberto. Roberto! Willkommen in Mabukas Hütte. Mabuka? Wer ist Mabuka? Du weißt nicht, wer Mabuka ist. Nicht. Geh einfach. Aber Roberto, ich war noch nie hier. Verurteile mich nicht, weil ich es nicht weiß. Sag mir lieber, wer Mabuka ist. Dann weiß ich es. Okay, okay. Mabuka ist die Mutter der Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit. Das Dunkel. Das Ende des Lichts. Mabuka ist die Mutter aller Kreaturen der fünften Realität. Was? Ich bin der fünften Realität? Ich dachte, Remo wäre hier der König. Ah, Remo, der schreckliche Schwarze, der Sohn der Dunkelheit. Oh, der Sohn. Niemand mag ihn sehr. Du solltest jetzt gehen. Ich habe genug gesagt. Okay, ich komme eh später wieder. Ich brauche den Schlüssel. Okay, gut. Wir haben hier im kleinen Haus. Schlüssel im kleinen Haus. Okay, das ist interessant. Das merken wir uns mal. Schlüssel im kleinen Haus, okay? Easy peasy. Ein Depp dafür, Baby. Let's go. Hier können wir eine Nummer wählen. Ich weiß natürlich nicht, was für eine Nummer. Das werden wir sehen müssen. Vielleicht irgendwo im Zettel oder so. Hier steht auch Mabuka. Mabuka, wach auf, Mutter Mabuka. Das gehörnte Kind spielt mit dem Licht. Die Wolokas sind wütend und leuchten zu hell. Okay, das Kind, meint er damit den Typen, der meine Eltern getötet hat? Ich habe keinen Plan, Leute. Wir müssten aber... Edward hat seinen Hut vergessen oder der Hut hat ihn vergessen. Oh, es geht sogar weiter, Leute. Ich habe leider keine Nummer, die ich anrufen kann. Deswegen sollten wir mal weiter nach links gehen. What ist hier los? Was bist du, Bro? Ich bin noch nicht fertig, Mutter. Nach diesem Bad nehme ich noch eins, weil ich stinke. Wer hat dir gesagt, dass du stinkst? Die Viecher, die auf meiner Haut leben, ihnen wird schlecht. Sie kotzen immer, wenn sie meine Haut fressen, weil ich stinke. Ich rieche nichts. Von was für einem Geruch reden wir hier? Ich stinke wie ein Iltis. Ich glaube dir, aber ich rieche es nicht. Tut mir leid, ich muss los. Tschüss. What the frick? Kann ich dir irgendwas anbieten, Bro? Ich meine, damit du nicht mehr so stinkst? Ich muss doch bestimmt irgendwas tun.
Oh, damn. Okay, passt auf. Benutzen wir das damit. Yeah! Ein Depp dafür oder eher weniger? Okay, ein Depp dafür, 100%. Was ist da hinten? Ich kann nicht hin. Es gibt keinen Boden. Ich könnte versuchen zu fliehen, aber wenn es nicht klappt, ich könnte sterben. Ich springe besser nicht. Nein, lass es auch lieber. Da kann ich nicht hin, es gibt keinen Boden. Kann ich ihm irgendwie einen Gefallen tun? Stört dieses Schlagen meines Herzens, es kann jederzeit aufhören. Und das wäre dann das Ende. Ich denke nicht gerne an meinen Herzschlag. Ich will nur die Seife, ich auch gar nicht. So, ich finde es einfach so komisch, an seinen eigenen Herzschlag zu denken. Ich hasse das, ich weiß nicht wieso. Seife, hast du Hygieneprobleme? Schreckliche Hygieneprobleme. Ich rieche, als ob mein Fleisch verfault wäre. Das klingt aber lecker, ich glaube, das wäre kein Problem. Für dich vielleicht. Gib mir einfach nur kurz die Seife. Na gut, nimm sie, sie gehört dir. Okay, wir haben eine Seife. Pass auf die Entführer auf, die lieben Kinder, die nach Seife riechen. Sie fressen ihre kleinen Körper und behalten die Köpfe ihrer wunderschönen Gesichter. Das klingt schrecklich. Ich passe auf. Danke für die Seife, bis später. Okay, wir haben jetzt aber hier alles. Ne? Du hast ein wirklich wunderschönes Herz. Also kann man ja noch sagen, lass uns mal zurückgehen. Okay, also, was wollen wir machen, um den Typen das ab, damit er mir den Schlüssel gibt? Ich versuche mal, ihm die Seife zu geben, einfach mal gucken, was passiert. Kann ich nicht tun, okay, dann habe ich eine Idee, Leute. Oh, ich habe das noch gar nicht angeklickt, ne? Was für ein großes Auge, was guckst du dir an? Pass auf, Leute. Boah, das war so brutal mit dem Messer reinstechen, oh mein Gott. Okay, lass uns mal versuchen, hier rauszugehen und da können wir den, keine Ahnung, was es genau sein soll, mit Wasser bewerfen. Oh mein Gott, ich habe mich getroffen. Ah, ein Kamala, fiese Kreatur an. Armer Baum. Was? Du hast dich getroffen. Ah, ich weiß nicht, dass Kamalas. Oh mein Gott, einmal noch. Komm schon. Ja. Ja, geschafft. Tschüss, Kamala. Und geht er weg? Okay, er hasst Wasser wirklich. Wow, ich bin gar nicht mehr traulich. Danke. Keine Sorge, ich bin froh, dass es dir besser geht. Ich fühle mich besser. Ich möchte dir dafür etwas geben. Hier, ein Stück von mir. Du kannst es einpflanzen, wenn du willst. Danke sehr. Ich muss jetzt los, meine Katze finden. Ich hoffe, du findest ihn. Wir sehen uns. Okay, wir haben einen Ast bekommen. Nur, was soll ich damit anstellen? Ich habe einen Stift und ich habe noch das hier. Das kleine Klavier. Warte mal, das ist ein Klavier-Dingster-Bumster? Sieht aus wie, wie nennt man das nochmal, diese Teile? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst ganz genau, was es ist, aber es ist anscheinend ein Klavierstück oder so. Also sehr, sehr interessant. Aber lass uns zurückgehen und gucken, was wir mit dem Ast machen. Bestimmt irgendwas. Ich brauche ja einen Schlüssel, um in die eine andere Tür zu kommen. Ich brauche den Schlüssel sowas von. Lass mal sehen. Benutzen. Negativ. Ha, das ist problematisch, Leute. Was habe ich denn mit... Was ist denn in der Tasche eigentlich? Untersuchen. Meine Schultasche. Einfach nur so ihre Schultasche, mehr nicht. Das ist merkwürdig. Ja, das Sommerkleid, es hat einen großen Knopf. Das muss doch was heißen, oder nicht? Oh, das geht? Okay, ein großer rosa Knopf von meinem Sommerkleid. Mein hübsches Fürchtkleid für sonnige Tage. Mein hübsches Fürchtkleid für sonnige Tage. Okay. Ein Mantel für... Ah, okay. Verstehe, verstehe. Okay, das ist gut. Kann ich hier noch was bekommen? Ah, da sind überall Katzenhaare dran. Daran lecke ich nicht. Was zum Teufel? Warte mal, da sind überall Katzenhaare dran. Daran lecke ich nicht. Irgendwie komisch. Vielleicht mit Seife? Nix, natürlich nicht. Was soll ich aber dazu benutzen? Weil ich glaube, das könnte man nehmen, oder nicht? Obwohl irgendwie aber auch nicht... Nope, irgendwie geht's nicht. Ah, da hinten ist etwas. Oh mein Gott, ich hab's voll schwer gesehen. Kannst du mal bitte zur Seite gehen? Manchmal will... Okay, und zwar seht ihr das? Im Hintergrund ist so eine Art Schlüssel oder so. Oh, da hinten ist etwas. Yep, oh mein Gott, ist das brutal. Ich meine, ich habe so Gänsehaut, Leute. Ah, ein Depp dafür, let's go. Ein weiterer Schlüssel, der uns hoffentlich zu einer anderen Tür führt, weil sonst hätten wir ein Problem, aber... Dieser Schlüssel war richtig gut versteckt, Leute. Also kann man nicht anders sagen. Aber na gut, lass uns benutzen. Also wir uns fehlen noch 102, 103, 104. Und der Schlüssel ist für 104, was sehr schön ist. Okay, die Läume werden so verstörend. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ah, okay. Wenn ich das anmache, leuchten Lichter. Wenn nicht, dann nicht. Ich denke, das könnte wichtig sein, Leute. Ich mache sie erstmal aus. Einfach nur, um nachzusehen. Lass uns mal gucken, was hier ist. Eine Schnecke. Einbrecher, Eindringling. Warum kommst du hinein, ohne dich vorzustellen? Oh, der hat das Auge redet mit mir. Oh, shit. Ich bin Okula, das Auge von außerhalb. Siehe meine Schönheit. Oh, tut mir leid. Du bist aber ein großes Auge. Du siehst bestimmt sehr gut. Ich sehe alles und nicht weniger. Alles? Kannst du meine Katze sehen? Deine Katze? Wie kannst du eine Katze besitzen? Bist du königlich? Königin? Prinzessin? Wir sind Freunde. Nein, ich besitze ihn nicht. Wir haben eine Beziehung. Wir sind Freunde. Freunde? Wie nett. Aber ja, ich habe heute eine Katze gesehen. Sie schrie in einem Käfig nach Hilfe. Der Besitzer des Käfigs betrat Mabukas Untergrund. Sie ist immer noch unten im Käfig.
Kannst du die Katze beschreiben? Große gelbe Augen, rosa Nase, sehr dunkles Fell, schwarz wie die tiefste Nacht. Das ist ja mein Freund, Mr. Midnight. Ich muss los, ihn finden. Aber Mabuka schläft, sie zu wecken, kann in einer Schande enden. Ich habe keine Angst vor ihr. Nun, nimm dir, was du brauchst aus meinem Haus. Du bist mutig und Mut respektiere ich sehr. Danke, Okula. Ich bin übrigens Fran. Wir sehen uns. Wow. Okay, also wir haben hier ein... Oh, das ist cool. Können wir vielleicht dem Typen geben, der sich sauber machen will. Da ist noch ein Bild. What? Oh, damn. Das ist brutal. Augen schauen sich um. Wozu sind die Lichter aber gut? Das ist meine Frage gerade im Leben. Für irgendwas würde es gut sein, Leute. Kann man sich hier im Spiel ansehen, mehr wie ein Fenster, okay. Lass uns mal hier durchgehen und gucken, was hier passiert. Das ist brutal, Leute. Was ist das hier? Ein Puzzle. 103. Knopf einwerfen. Ich habe einen Knopf. Und weg ist mein Knopf. Was jetzt? Die Maschine braucht nicht noch mehr Knöpfe. Ich habe schon ein riesiges Ding reingetan. Das ist merkwürdig. Kann ich hier irgendwas drücken? Ich weiß nicht, Leute. Hier ist ein Pfeil. Heißt du David? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Fran. Wieso? Sie redet echt mit allem, ne? Oh. Damn. Das ist gut. Das ist nicht der Schlüssel. Naja, hoffentlich hilft es mir trotzdem. Kannst du nochmal? Okay, nein, das war's leider. Hä, aber das ist doch gar nicht der Schlüssel. Was ist denn da hinten? Erinnert mich an irgendwas. Willst du es nicht nehmen? Manchmal nimmt sie es nicht. Oh, jetzt geht's. Die Flasche ist perfekt. Ich nehme sie mit. Eigentlich ist fast jede Flasche perfekt, oder nicht? Ich meine, was weiß ich schon vom Leben? Kann man das... Hä, das Kabel könnte er in Zukunft nochmal gebrauchen. Alter Schwede, ich meine, wenn du das Kabel schon mitnimmst, dann könntest du ja quasi alles irgendwie gefühlt gut gebrauchen. Aber wir werden es aber sehen, okay? Wir werden es aber sehen, Leute. Ich habe leider keinen Schlüssel bekommen. Eine goldene Schnecke. Interessant. Ich würde gerne... Ich lasse mal die Lichter an, okay? Aus Spaß mal. Und ich gehe nochmal in den Raum 105, weil... Ich frage mich, ob ich dem Typen die... Warte mal. Zange? Kann man den nicht hier verwenden? Oh mein Gott. Das geht tatsächlich. Damn, okay, das hat gut funktioniert. Lass uns mal zu dem Typen gehen und fragen, ob er... sich gerne putzen will. Vielleicht gibt er mir dann irgendwas. Nicht ausprobieren ist gut, aber in dem Fall hilft es mir nicht weiter. Ich glaube, dieses Ding wird mir gar nicht mehr helfen, so wie es aussieht. Wir haben jetzt aber einen weiteren Schlüssel. Und diesen Schlüssel würde ich gerne für einen anderen Typ benutzen. Aber erstmal will ich gucken auf dem Zettel, wie weit wir sind. Wir haben Leder, Behälter, Seife, schwarzes Kabel und Klaviertasten. Und jetzt brauchen wir noch einen Handschuh, Glühbirne, Wecker, Flasche mit Wasser. Okay, Wasser haben wir schon mal. Ah, ich weiß, was wir tun. Wir brauchen ja Flasche mit Wasser. Bedeutet, wir können die Flasche einfach mit Wasser befüllen. Ne? Ist ja auch klar. Müsste eigentlich gehen. Also, wenn es nicht geht, habe ich keine Ahnung. Und, sehr gut. Wir haben es. Perfekt. Lass mal versuchen, den Schlüssel an irgendeiner dieser Türen zu verwenden. Oh, das ist nicht der richtige Schlüssel. Okay. Dann muss es ja für die Tür gut sein. Und es stimmt. Wir können jetzt hier rein und da weiter... Wow, was ist das für eine große Katze? Du siehst genauso aus wie Mr. Midnight. Ich muss ihn finden und darum muss ich alle Türen öffnen. Bro, ich habe Gänsehaut. So Todesgänsehaut. What? Danke dafür, Bro. Warte, da ist eine Uhr. Ein Wecker, perfekt. Was? Der Rücken der riesigen Katze? Kann ich jetzt einfach rüber? Ja, scheint so. Da oben ist ein Handschuh. Brauchen wir nicht so einen Handschuh? Entschuldige, Baum, ich will einen Handschuh. Danke. Der Baum sagt zu Beetle, Fran. Hallo Baum, du bist groß. Kannst du dem Baum irgendwas mit ihm machen? Ihn vielleicht putzen oder so? Oder vielleicht die Katze putzen? Oder wir haben hier so ein Teil? Okay, interessant. Interessant, interessant. Ah, dich sollten wir retten, oder? Entschuldigung, ich brauche den Schlüssel. Entschuldigung, aber ich spreche nicht mit Fremden. Du musst nicht sprechen, gib mir einfach den Schlüssel. Wenn ich nicht mit Fremden rede, höre ich ihn auch nicht zu. Wir enttäuschen, ich habe eine gute Frage. Hängst du am Baum fest? Ich hänge sehr daran. Warum fragst du? Ich bin nur neugierig, wir sehen uns. Versuch die mal zu retten am besten. Hier mit dem Kamm. Schau mal, ich habe eine magische Bürste gefunden. Ist es nicht super? Ich weiß nicht, eine Bürste, was ist das? Nun, damit macht man seine Haare schön und weich. Würdest du es ausprobieren? Ich weiß es nicht, es ist gefährlich. Es kann sehr angenehm sein, wenn man es sanft macht. Okay, versuchen wir es. Okay, aber versprichst du mir, mich nicht zu verbrennen? Ich verbrenne nur, wenn ich in Gefahr bin. Sei sanft und nichts Schlimmes passiert. Okay, ich werde sanft sein. Okay. Diese Bilder sind so merkwürdig. Es hat geklappt. Oh, damn. Was geschieht mit mir? So etwas habe ich noch nie erlebt. Wieso, du bist ein Lucifer? Alle Lucifer, die ich getroffen habe, machen das. Wirklich? Naja, danke dir vielmals. Es fühlt sich unbeschreiblich an. Ich habe das Gefühl, als müsste ich wegfliegen. Lol. Vor allem die so dann aussehen, ne? Voll witzig, aber ich komme nicht von hier ran. Warte, kannst du den Ast benutzen? Ah, nee, es wird nicht...
Fantastisch, ich komme ran. Okay, das funktioniert. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir mal runter. Und versuchen mal hier... Kann ich runter? Genau. Und jetzt versuchen wir mal hier hinzugehen. Weil mich interessiert, kann ich... Ne, okay, das wird nicht gehen. Wir haben aber einen Schlüssel. Noch einen Schlüssel. Warte, wie viele Items habe ich jetzt von denen, die ich brauche? Wir brauchen nur noch eine Glühbirne und einen Wecker. Glühbirne, Wecker. Wir haben hier einen Wecker. So wie es aussieht. Ich könnte die Katze abstechen. Das werde ich aber nicht tun. Ich kann sie leider nicht... versuche auch nicht... Was könnte denn klappen, Leute? Was denkt ihr? Seife vielleicht? Das mag sie ganz und gar nicht. Der Rücken, eine riesige Katze. Warte mal, was könnte eine Katze mögen, Leute? Seife vielleicht? Hä? Ah, das sind die Items, die sie haben will. Oh, Bro. Alter, Handschuh. Damn. Da kommt diese Hand rein. Ich kann es nicht glauben, Leute. Ich habe so Gänsehaut, ne? So oft... Okay, lass mal sehen. Glühbirne und Wecker. Tja, das Problem, wir haben ein Kabel. Das Kabel haben wir jetzt weggetan. Wie wollen wir das machen, Leute? Wenn ich es haben will, muss ich was dagegen tun. Du könntest es... Okay, das ging einfach mit dem Messer. Also, manchmal funktionieren die Sachen einfach richtig einfach. Wir haben aber einen Schlüssel. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal, weil wir brauchen hier noch eine Glühbirne, in noch einen Raum gehen, um zu gucken, was sich da drin befindet. Oh, damn, ich bin gespannt. Oh Gott. Wo ist denn hier eine Glühbirne? Oh mein Gott, lass mal mit denen reden. Kreatur von oben, raus aus Mabukas Hütte. Du bist nicht willkommen. Entschuldigung, aber ich suche meine Katze und ich muss Mabuka aufwecken. Nur Mabuka, Mutter Mabuka für dich, arrogantes kleines Kind. Und wie willst du sie aufwecken? Mit den verrückten Ideen von Coquint? Coquint ist ein netter Uhrmacher. Er ist nicht verrückt. Ah, du kennst ihn also. Ich nehme an, du warst auch schon in... Etherstar. Schrecklicher Ort, sage ich dir, zu grell. Ja, genau dahin will ich gehen, wenn ich mein Kätzchen gefunden habe. Gut für dich. Dein zarter kleiner Verstand wird bei all den langweiligen Wesen sicher sein. Ich gehe jetzt verrückt, aber mein Kätzchen wartet auf mich. Okay, was haben wir da unten? Der Boden pocht wie ein Herz. Oh, das hätte klappen können, Leute. Man weiß es ja nicht. Hallo, Ziggy, du siehst ein bisschen aus wie Remor. Wow. Ah, hallo, kleine Eva. Puh, du machst mir Angst. Okay, was können wir hier finden? Lass mal sehen, hier muss irgendwas sein. Wow, was für ein großes, schönes Gesicht. Ja, wie können wir es aufwecken? Ich meine, eine gute Frage, ne? Vielleicht mit dem Bild? Nein. Puh, du machst mir keine Angst. Okay, das ist interessant. Tja, wo finden wir eine Glühbirne? Die sehen aus wie menschliche Schädel. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier eine Glühbirne finden sollen, Leute. Bisschen problematisch. Ich gehe nochmal kurz raus, okay? Tja, wo finden wir jetzt die Glühbirne? Hasenglühbirnen. Außer die Birnen sind sehr heiß. Ach so. Oh, was? Da mach sie einfach aus. Warte mal, kann ich jetzt eine nehmen? Nee, oder? Okay. Da lass uns rausgehen. Boah, manchmal denke ich mir so, what the freak? Wie zum Teufel ist das passiert? Aber wir brauchen ja noch die Glühbirne. Was bedeutet, es sollte jetzt irgendwas passieren? Ob wir sollten ein Item bekommen oder wie so eine Art... Wow, das ist sehr gut, Leute. Wir haben das Teil bekommen. Das ist ein... Okay. Wach auf, Mutter Mabuka, wach auf. Wir müssen dieses Teil benutzen, um Mutter Mabuka aufzuwecken, by the way. Nur damit ihr das wisst, okay? Deswegen benutzen, packt das hier hin. Geht das überhaupt dahin? Es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Bla, bla, bla. Hier hin vielleicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, hüte dich vor Mabuka. Die erwachte Dunkelheit erhebt sich aus dem Unbekannten. Oh, ich wollte sie nicht aufwecken, Mutter Mabuka, aber sie müssen mir einen Gefallen tun. Kann mir jemand sagen, wer diese Kreatur ist? Ganz schön frech für so einen kleinen Körper. Entschuldigung, aber das kann ich selbst beantworten. Ich bin Fran Bauer, ein Menschenmädchen, 11 Jahre alt und sehr mutig. Nur, dass ihr es wisst. Ein Mensch in Mabukas Hütte, amüsant. Wer hat dich hergebracht? Das wäre dann wohl Remor. Er ist ihr Sohn, oder? Ist mein Sohn schon deinem Kopf vorgedrungen? Sie meinen, ob er meinen Kopf aufgeschnitten hat? Ich glaube nicht. Hast du einen rötlichen Trank aus Bohnen getrunken? Bohnen, meine Pillen sehen aus wie rote Bohnen. Also ja, ich nahm die ganze Flasche. Dann kann ich keine Gewalt gegen dich anwenden. Die Macht wurde entfesselt. Ich hoffe, du findest die Wahrheit, die du suchst, unter der Erde. Danke, aber welche Macht wurde entfesselt? Können Sie mir das sagen? Die Macht in dir, weißt du das nicht? Die fünf Reiche essentieller Existenz wählten dich, die Wächterin des Schlüssels zu sein. Die fünf Reiche essentieller Existenz wurden parallel zur Zeit erschaffen.
Was? Wovon reden Sie da, Wächterin des Schlüssels? Wer hat Ihnen das gesagt? Der große Volokas aus Primeve hat uns vor langer Zeit alles erzählt. Der Wächter wird vom Sohn der Dunkelheit gejagt, wenn er den roten Samen gegessen hat. Okay. Aber du bist zu jung, in der Tat zu jung, um die Wächterin des Schlüssels zu sein. Da ist etwas an dir. Ist dir etwas Düsteres geschehen? Remo Totoro, meine Eltern, Mutter Mabuka, können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich bin diese Gefühle, Friend Bo. Ich bin all das Böse, das Dunkle, das du dir vorstellen kannst. Ich ernähre mich von Tränen und Leid, von Verzweiflung und Angst. Aber dann ist es Ihnen egal, ob Remo meine Eltern getötet hat. Ich dachte, sie wären nett. Ich bin neugierig. Ich wüsste gerne den Grund, wenn du dich dann besser fühlst. Jetzt verstehe ich. Der Grund an sich ist es, die Wahrheit, die du suchst. Geh schon, Wächterin des Schlüssels, sei jetzt mutig. Ich öffne dir mein Herz. What the frick, ist da unten die Wahrheit, Leute? Ich glaube ja. Lass uns reingehen und gucken, was passiert. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!